So Leute, Louis hier wieder am Start und das muss natürlich ich euch zeigen. Ich liebe diesen Duft so sehr, der ist wirklich Weltklasse. Man sagt, man murmelt, dass er ein bisschen den Tom Ford Tobacco Vanille ähnelt. Ja, ein bisschen hat er was davon, aber der ist eigenständig, definitiv. So vielleicht 20-25% hat er was von ihm. Aber der ist, ich finde, der ist würziger, ich finde, der ist süßer, der ist angenehmer sogar ein bisschen, finde ich. Ja, weil hier die Ingredienzen, Tabakblatt ist drin, Tonkabohne ist drin, Iris ist hier mit drin, Moos ist hier mit drin. Also hier ist ein wirklich sehr, sehr guter Duft. Sehr bekannter Duft von Aramis, Tobacco Reserve heißt der. Super Haltbarkeit von über 3 Stunden definitiv. Die Projektion hier, die Duftwolke, die erste Stunde sehr, sehr gut. Nach der 1 Stunde verabschiedet er sich auf die Hautbasis, aber dann könnt ihr ihn definitiv 3 Stunden erschnüffeln. Sehr, sehr guter, würziger, süßer, rauchige Vibes hat er, ja, aber der ist eher würzig und süß. Sehr, sehr, sehr toll, sehr, sehr, sehr hervorragender Duft. Der verdient definitiv besonderen Anlass, um ihn zu tragen, wenn ihr vielleicht mit eurer Lady ausgeht. Ja, da wird er vielleicht ein besonderer Anlass. Oder wie gesagt, dann speziellen Tagen nicht jeden Tag benutzen, weil der verdient definitiv, ja, der verdient definitiv Ansehen und sehr, sehr toller Duft. Ihr werdet ja sehr, sehr viele Komplimente damit bekommen. Sehr bekannter Duft. Leute, das war's von mir. Schaut ihr, ob ihr vielleicht in der Community einen kleinen Refill bekommt, weil an ihn ranzukommen ist sehr schwer. Ich glaube, den findet ihr gar nicht mal mehr so leicht. Ja, er wird noch hergestellt, aber die sind total vergriffen, diese Düfte. Der ist sehr, sehr, sehr berühmt. Früher war der günstig, hat man ihn für 30 Euro bekommen. Heute zahlt es weit über 90 Euro, um an ihn ranzukommen. Sehr, sehr, sehr populärer Duft von Aramis. Tobacco Reserve. Es gibt ihr mir Bescheid, was ihr davon haltet. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag schon mal, ciao Belli, bis nächstes Mal.